Stubbeldorf im Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Hier erwartet uns Inke Missfeld mit Hahn Brakelmann. Ein ganz seltenes Exemplar aus der Familie der Brakelhühner. Allerdings Brakelmann will nicht vor die Kamera. Noch nicht. Auf dem Resthof gibt es aber auch so eine Menge zu sehen. Ja, hier ist alles voll. Überall steckt was drin. Überall wohnt was, groß oder klein. Ja, das sind englische Zwergkröpfer. Die züchtet mein Vater schon fast sein ganzes Leben lang. Links daneben eine Pfautaube. Die schlägt doch gerade so ein schönes Rad. Wie ein Pfau. Daher der Name Pfautaube. Und die freilaufenden Gänse, die erinnern an das Märchen, die wundersame Reise des kleinen Nils Holgersson. Mal sehen, ob Brakelmann uns jetzt empfängt. Im Augenblick versteckt er sich noch hinter den etwas mutigeren Hennen. Aber jetzt ist Showtime. Ein entschlossener Griff und der Hahn landet auf Inkes Arm. Unter Protest. Und jetzt kann's losgehen mit Brakelmanns Geschichte. Nicht so schreien jetzt, hörst du? Also meine Mama und ich verkaufen jedes Jahr im Frühling gerne mal Eier im Internet von irgendwelchen hübschen Hühnern. Und da haben wir Brakelhühner entdeckt, sind aber leider keine Zwerghühner. Und mein Papa möchte eigentlich nur Zwerghühner haben. Wir haben sie trotzdem gekauft, ihm die untergejubelt in der Brutmaschine und jetzt ist Brakelmann da. Brakelmann und zwei Brakelfrauen. Wie kommt er eigentlich zu seinem außergewöhnlichen Namen? Also eigentlich konnten wir uns den Namen der Rasse nicht so richtig merken. Brakelhuhn. Da hat irgendjemand gesagt, denk doch immer an Brakelmann aus Büttenwader, dann vergisst er das nicht. Und seitdem ist es halt Brakelmann. So ist es. Und das reicht jetzt auch an privaten Auskünften. Findet jedenfalls Brakelmann. Oh Mann, hier, die schönen Federn. Jetzt sieht er bestimmt gar nicht mehr schön aus. Und verschwindet. Brakelhühner stammen ursprünglich aus Belgien. Wie man sehen kann, kommen da nicht nur exzellente Radrennfahrer her, sondern auch ausdauernde Sprinter. Nichts zu machen. Brakelmann ist ja kein Zirkushuhn. Der kennt das nicht, der hatte ordentlich Stress. Das ist alles, was von Brakelmann übrig blieb. Nein, natürlich ist der Rest noch da hinten von Brakelmann. Der hat Stress. Der pickt jetzt hier auch nichts oder frisst nichts. Der ist bedient für heute. Im Blattwerk fühlt er sich einigermaßen sicher. Ein bisschen schreckhaft ist er aber schon. Was macht ihn denn dann eigentlich zum Siegertypen? Also Brakelmann ist groß, Brakelmann ist hübsch, Brakelmann ist selten. Und er hat so schöne Federn. Also der ist einfach hübsch. Natürlich sind andere Hähne auch hübsch, aber Brakelmann ist hübscher. Na bitte, so viel Lob kann er sich dann doch nicht entgehen lassen. Oder?